CrossFit ist ein Kraft- und Konditionierungsprogramm. Es werden Übungen aus der Körpergewichtskraft, der Kraft mit Hanteltraining und des Ausdauertrainings miteinander kombiniert. Für mich ist CrossFit die Herausforderung, bei jedem Training alles zu geben. Ja, ich war früher so normal im Fitnessstudio und so, aber das ist halt einfach mir mit der Zeit einfach ein bisschen zu langweilig geworden. Und dann habe ich mir angefangen. Erst habe ich mir gedacht, oh, jetzt weg, was will der von mir? Aber seitdem habe ich jetzt nicht mehr aufgehört eigentlich. Du machst jeden Tag was anderes. Da ist kein Tag dieselbe Übung. Du machst im Team was mit den Leuten, dann kannst du auch gegeneinander ein bisschen schauen, die ein bisschen anspornen, wer mehr schafft, wer schnell ist, wer mehr Wiederholungen schafft. Und ist halt nicht wie stur in irgendeiner Maschine drin sitzen, deine Übung machen wie 100 Jahre davor auch schon. Sondern du hast jeden Tag, da ist kein einziger Tag im Monat dieselbe Übung oder dieselbe Sache drin. Im CrossFit ernährt man sich nach der Paleo-Strategie. In der Paleo-Ernährung wird grundsätzlich verzichtet auf Getreideprodukte und verarbeitete Lebensmittel. Es wird nur natürliche Lebensmittel verwendet, die auch in ihrer ursprünglichen Form verzehrt werden sollen. Die Übung mit dem Schlitten läuft folgendermaßen ab. Man hat ein Gewicht in einer bestimmten Entfernung auf einem Schlitten oben. Zuerst zieht man den Schlitten zu sich her. Das sind zum Beispiel 150 Kilo. Dann, wenn man den Schlitten vor sich hat, geht man über und schiebt den Schlitten wieder in die Ausgangsposition. Und dabei wird halt komplett, also Beine, Rückenmuskulatur beansprucht. In den ersten 5 bis 10 Minuten ist Aufwärmen. Dann folgt in der Regel ein Technikteil, dann das abschließende Workout. Das ist immer entweder auf Zeit oder auf Wiederholungen und wechselt eigentlich täglich durch. Die einzelnen Abschnitte des Workouts werden immer bei uns auf einer Tafel angeschrieben, sodass sich auch jeder daran orientieren kann. Hart, geil, es macht einfach Spaß.